Michael Beverunge, unser Korrespondent in Israel live. Erstmal die Frage an Sie. Ich habe eben schon gesagt, in den letzten 24 Stunden, das war von heute Morgen die Information, habe es über 250 Luftangriffe der Israelis gegeben plus stärkere Bodenangriffe. Wie ist die Lage jetzt im Moment? Also das sind Kommandoaktionen der Israelis, die konkret einer Vorbereitung einer Bodenoffensive dienen. Das heißt, da gehen schon stark bewaffnete, gepanzerte Einheiten mit Panzern in den Gazastreifen rein. Das heißt, relativ weit, ziehen sich aber danach wieder zurück. Gleichzeitig geht auch der Raketenbeschuss eigentlich unvermindert weiter. Wir hatten hier heute auch in Tel Aviv zweimal im Zentrum Raketenalarm. Eine Rakete hat tatsächlich in ein Gebäude eingeschlagen. Es soll Verletzte gegeben haben. Mehr wissen wir auch nicht. Also dieser Krieg geht momentan weiter und eine Bodenoffensive ist zwar erstmal vorläufig angehalten, aber offenbar, und das sind eben diese Kommandoaktionen, wird sie weiter ganz konkret vorbereitet. Jetzt haben wir eben den Leiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, Philipp Lazzarini, in dem Beitrag auch gehört, der ein extrem schlimmes Bild gezeichnet hat, wie es im Gazastreifen humanitär derzeit vor sich geht. Das sagte er ja in Jerusalem. Wie schaut denn Israel und die israelische Bevölkerung auf den Gazastreifen und auf die Hinweise der humanitären Katastrophe dort? Also ich würde sagen, das sind gemischte Gefühle. Ich glaube, das höre ich jedenfalls in vielen Gesprächen mit Israelis, dass man natürlich genau weiß, wie es auch der Bevölkerung dort geht im Gazastreifen. Es wird eigentlich immer unterschieden zwischen Zivilbevölkerung und Hamas. Und natürlich ist allen klar, dass diese Kriegsführung auch zivile Opfer hat. Inwieweit diese Kriegsführung das humanitäre Völkerrecht achtet oder gar humanitär ist, das lässt sich von hier aus ja nicht beurteilen. Inwieweit tatsächlich zum Beispiel die Hamas Gebäude benutzt, die dann angegriffen werden, die dann zivile Opfer zur Folge haben, inwieweit das aus Schulen ist, das kann man von hier aus schlecht beurteilen. Tatsache ist natürlich, dass eben auch über die Zahlen wird ja gestritten, aber es ist unstrittig, dass es tausende Opfer auch im Gazastreifen gibt. Und das ist aber zumindest hier aus der Gesamtschau eben eine Folge des von der Hamas initiierten Krieges. Und die israelische Gesellschaft ist auch natürlich mit einem großen Teil mit sich selber beschäftigt, mit der Verarbeitung dieses Traumas, mit der Frage, wie geht es mit den Geiseln weiter. Und es ist natürlich eine riesige Wut auf die Hamas, die ja Verbrecher sind, aber im Prinzip wie, ja, wie man in Moskau gesehen hat, wie als Staatsgäste Kidnapper im Prinzip noch gemeine Kriminelle sind, aber wie Staatsgäste behandelt werden und man verhandelt mit ihnen über eine wahre Geisel. Dabei ist es ein Verbrechen, was da passiert, und die Israelis würden sich wünschen, dass das zumindest ein bisschen genauer adressiert wird und der Druck nicht nur auf Israel geht, zum Beispiel humanitäre Korridore einzuräumen oder humanitäre Hilfe zuzulassen, sondern eben den Druck auch auf die Hamas zu erhöhen, ganz unabhängig davon, Geiseln freizulassen, dann wäre vielleicht auch mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen möglich. Sie beziehen sich auf die Hamas, die heute zu Gast ist in Moskau, zu Verhandlungen und Gespräche. Inwiefern gucken wir noch mal auf das, was diese ersten zwei Antworten von Ihnen ja als Frage geradezu hervorbringen, nämlich die Frage, also Bodenoffensive seit fast zwei Wochen nun schon angekündigt versus andererseits das Wohl der Geiseln. Wie ist da jetzt die Lage und die Stimmung in Israel? Also es gibt ja zwei Seiten. Einmal gibt es den starken internationalen Druck, nicht zuletzt gestern vom Gipfel in Brüssel von den europäischen Staats- und Regierungschefs. Es gibt den Druck aus den USA und es gibt natürlich auch massiven Druck hier im Inland. Fast 50% der Israelis sagen heute in der Umfrage, dass sie auf jeden Fall eine Verschiebung der Bodenoffensive fordern, um eben weitere Verhandlungen mit den Entführern möglich zu machen, um weitere Geiseln zu befreien. Und Israel ist ein bisschen Moment Gefangener der eigenen Rhetorik und Strategie, eben sehr schnell diese Bodenoffensive voranzutreiben, eben auch mit Bombenangriffen, aber auch rhetorisch, die Hamas muss zerschlagen werden, das geht nur mit der Bodenoffensive. Und jetzt ist die Bodenoffensive de facto seit einer Woche verschoben, mit den Geiseln geht es nicht voran. Und natürlich
müsste man eigentlich das Momentum dieser Gegenoffensive Israels nutzen. Aber es ist ganz klar, dass offenbar noch mehr Raum für Verhandlungen gegeben werden soll. Die sollen auf Hochtouren laufen, aber seit einigen Tagen ist es wieder still geworden. Und es ist nichts über eine konkrete, auch nur sich anbahnende Freilassung weiterer Geiseln bekannt. Michael Beverung, vielen Dank für die Einschätzung live aus Tel Aviv.